So, dann haben wir eine schöne Mail heute von Kareschnikov. Geht um das spannende Thema: gesunde Grenzen heißt nicht Bindungsangst. Genau, dazu gleich mehr. Noch kurzer Hinweis: Es gibt eine richtig schöne Dreierkombi von meinem Glaubenssätze-Kurs, Selbstliebe-Challenge und der Manifestations-Challenge. Also wirklich das Power-Paket für 99 Euro. Gibt es im Moment auf liebeschipp.de, findest du unter dem beim Glaubenssätze-Kurs. Ich packe das nochmal hier drunter, was hier alles am 1.8. losgeht. Und dann nochmal ein Hinweis, weil da viel Fragen kamen. Also die Selbstliebe-Challenge, das Modul 3 ist, habe ich überarbeitet. Deswegen ist der Kurs aber kein anderer. Das ist so vor allen Dingen visuell überarbeitet, weil ich die Videos da auch ja nicht so gut fand, ein bisschen alt fand. Was heißt nicht gut? Also nicht von der Optik nicht so gut. Und habe auch noch ein paar extra Videos reingemacht. Aber es ist der gleiche Kurs. Und wenn du den schon mal gekauft hast, dann wirst du auch diese Überarbeitung automatisch sehen. So brauchst du denn, also muss man jetzt nicht neu kaufen oder irgendwie sowas. Genau, und dann gibt es noch das 3-Stunden-Paket, das Sommerpaket, deutlich vergünstigt, wenn du so ein 3-Session-Paket, ob Paar oder Einzel, packe ich auch hier drunter. Ja, also mit der Bindungs-, also wenn jetzt so ein Partner mal nicht so mitspielt, wie man das gern hätte, sagt man ja oft so, ja, der hat Bindungsangst, ist natürlich auch oft Quatsch, ne? Also nur weil jemand zögerlich ist, ist nicht immer Bindungsangst, habe ich auch schon ganz viele Videos darüber gemacht, ist halt auch häufig mangelndes Interesse einfach. Oder, und das wird spannend, glaube ich, in dieser Mail, ist es einfach vorsichtig sein. Nur weil du vielleicht sehr im Pluspol bist und vielleicht Beziehungen stark vorantreibst und viel Nähe willst, ist jetzt jemand, der deutlich vorsichtiger ist, ist jetzt wegen nicht bindungsängstlich. So, der ist einfach vorsichtiger, ne? Und also viele Menschen, die mein Programm durchlaufen haben, werden danach deutlich vorsichtiger und könnten von anderen als bindungsängstlich oder vielleicht sehen sie sich manchmal sogar selber so bindungsängstlich eingestuft werden, was sie gar nicht sind. Einfach sind einfach nur deutlich vorsichtiger, auch vorsichtiger als die breite Masse vielleicht sogar, weil sie einfach wissen, wie viel Scheiße passieren kann, ne, beim Dating und Beziehungen. Und es ist dann keine Bindungsangst, es ist einfach gesunde Vorsicht. Ne? Es ist natürlich manchmal schwer auseinanderzuhalten trotzdem. Ne? Vielleicht ist auch ein Stück Bindungsangst dabei oder es ist eine Mischung. Ja, das haben wir jetzt in dieser Mail, die noch viele andere spannende Sachen hat. Ich lese sie mal vor. Lieber Christian, ich verfolge schon seit einiger Zeit deinen Kanal und möchte dir für den vielen kostenlosen Input danken. Ja, buch trotzdem die fucking Kurse, kann ich immer wieder sagen, wenn euch die Videos schon gut tun. Was meint er, wie gut euch die Kurse tun? Und ja, Kurse sind wirklich extrem günstig. Ich hoffe, ich kann das so halten. Bin mir nicht so ganz sicher, aber ja. Ich selbst bin in den 30ern und habe, nachdem ich einige unglückliche Beziehungen, zuletzt auch eine On-Off-Beziehung hatte, vor einem Jahr meine jetzige Partnerin kennengelernt. Wir haben uns damals über eine Dating-App auf Sumatra, Dating-App kennengelernt, und da sie auf Sumatra lebt, über 8 Monate täglich per FaceTime unterhalten und uns so Schritt für Schritt kennengelernt. Ja, also ist jetzt hart wieder, was ich jetzt sage, aber also Videochats sind nette Sache, sich mal in Corona mal einen ersten Eindruck zu verschaffen, wie jemand aussieht und so, ist kein Kennenlernen. Also so hart es auch klingt, also Kennenlernen ist immer persönlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass man gar nichts erfährt über den anderen, aber es ist einfach so leicht, in so einer Fantasie zu bleiben, wenn du jemanden nicht wirklich datest. Also das kann man gar nicht oft genug sagen. Ich weiß gar nicht, das ist auch so, so super wichtig. Es ist einfach so fucking wichtig, echt. Also ihr könnt 100 Jahre jemanden per FaceTime sehen und ihr bleibt trotzdem in so einer Fantasie. Ihr müsst nicht mit dem ins Bett, ihr müsst nicht, also ihr bleibt in so einer Fantasie, wie die Beziehung wäre. Und wir wissen ja alle, die lange auf diesem Kanal sind, wenn wir in Fantasien gehen, wie Beziehungen sein könnten
und da so ein Rosamunde Pilcher-Ding abziehen, dann sind wir deep fucking in trouble und und Wahrscheinlichkeit, dass wir liebessüchtig werden, ist ziemlich groß, so, ne? Und deswegen ist es extremst gefährlich, Leute nur per WhatsApp, Mail, mein Videochat ist natürlich das am nächsten dran, am echten Treffen, aber es ist immer noch Lichtjahre weg vom richtigen Treffen. Das ist so, ja, der Mond ist näher an der Erde als die Sonne, aber es ist immer noch krass weit weg, ne? So. Also insofern ist kein Kennenlernen. Trotzdem wir uns erst nach 8 Monaten tatsächlich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, war ich von Beginn an in sie verliebt und begeistert von ihr. Ja, gut, man kann ja gegen seine Gefühle nichts machen, aber das hat keinerlei Basis bis hierhin. Im Gegensatz zu meiner Ex-Partnerin ist sie emotioniert, wirkt sehr erwachsen, soweit ich es einschätzen kann, bindungssicher und obendrein attraktiv. Nichts von all dem kannst du einschätzen. Also Attraktivität, vielleicht noch am ehesten, aber Attraktivität ist ja auch dann hinter der Geruch, die Ausstrahlung und die kann sich ja auch verändern während des Datings. Und ob jemand bindungssicher ist, das kann man definitiv nicht sehen per FaceTime. So. Ich vermute mal, dass sie vor allen Dingen für dich attraktiv war, sonst hättest du es wohl nicht gemacht. Und halt wieder La La Land im Kopf abgehend irgendwie und ist ja auch menschlich. Aber das ist, man sagt immer, dass Liebessucht vor allen Dingen eine Fantasiesucht ist. Du wirst abhängig von deiner Fantasie, die du in deinem Kopf kreierst. Deswegen ist das immer so gefährlich, ne? Aber irgendwie eine coole Mail. Und nachdem ich nach 8 Monaten des Kontakts zu ihr geflogen bin, hatten wir die 2 wunderschönsten Wochen, an die ich mich seit langem erinnern kann. Naja, das werden viele Menschen hier sagen, die in toxischen Beziehungen waren, dass die ersten 2 Wochen, dass da man von Pudding und Schokoladenmus erschlagen wurde, so im übertragenen Sinne. Und keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Auch ein guter Spruch für meine Beutel, von denen es übrigens noch ein paar gibt. Also ein Spruch ist, glaube ich, praktisch alle jetzt, aber wir haben natürlich noch, findest du auch über Merch bei mir auf der Webseite. Aber gut, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche und wenn du absolut sicher bist, dass die richtige Beziehung ist, am Anfang sollten alle Alarmglocken schrillen. Es ist so, es ist so. Ich habe die Welt nicht so gemacht und es war ein Gefühl von gegenseitigem Verständnis und großen Gefühlen, einer Ruhe, welche ich mit ihr fühlen durfte, welche ich bisher so nicht kannte. Ja, aber nicht nach 2 Wochen, das zählt einfach alles. Also jetzt weißt du schon mal, Chemie ist da. Aber mehr weißt du noch nicht. So verrückt das Leben spielt, haben wir nach 2 Wochen aufgrund der immensen Distanz und der mit der einhergehenden Schwierigkeit, miteinander ein Leben zu gestalten, über Hochzeit gesprochen. Oh, nein. Und ich habe mir von ihr sogar einen Ring mit in die Heimat nach in die Schweiz genommen, um einen Verlobungsring anfertigen zu lassen. Das passiert in solchen Beziehungen. Aber werden jetzt viele Menschen, die das hören, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ist auch mal so leicht gesagt, wenn man da nicht drinsteckt. Aber naja. 3 weitere Monate waren wir voneinander getrennt. Und nachdem wir endlich diesen Sommer für 3 Wochen wieder miteinander Urlaub machen konnten, überkam ich gleich bei der Ankunft am Flughafen auf Sumatra ein Gefühl, welches mich in diesen 3 Wochen vielleicht für ein paar Stunden verlassen hatte. Und immer wieder kam. Plötzlich erschien mir meine geglaubte Traumfrau langweilig, sexuell hat sie mich kaum angezogen und mit den Tagen und Wochen zusammen haben sich meine Gedanken nur noch um mehr Zweifel in der Beziehung gedreht, ob das nun wirklich meine Frau fürs Leben ist. Nimm deine Zweifel ernst. Also, das sind ganz berechtigte Zweifel. Du solltest einfach niemanden heiraten, den du 5 Wochen Zeit verbracht hast. Also, ich will jetzt nicht sagen, es ist
Es gibt bestimmt Menschen auf dieser wunderschönen Erde, bei denen das gut gegangen ist, aber wenn du so schon auf meinem Kanal gelandet bist und ein Thema hast mit falsch programmierten Liebeschip, ist das dann wirklich das Falscheste, was man machen kann. Meine persönliche Meinung, weil das läuft ja nicht weg, so, dann datest du sie halt noch ein paar Mal. Oder sie kommt mal 3 Monate zu dir oder sie kommt oder fährst mal 3 Monate zu ihr. Ist natürlich nicht Sumatra. Ich habe das jetzt mal sozusagen einen anderen Ort, aber schon weit weg von Deutschland. Und muss ja auch immer überlegen, so verliebt du auch bist. Also ich würde immer so ein bisschen so ein Gold-Digger-Ding. Kann man nicht ausschließen, ne? Also es ist immer so eine Sache, wenn man so im Land, was jetzt deutlich geringeres Einkommen hat als Deutschland, würde ich mal sagen, wenn man da, ja, nicht, dass es nicht echte Liebe sein kann, das will ich überhaupt nicht sagen, aber da sollte man auch mal drüber nachdenken, ne? Und ja, ich denke, das ist eine gesunde Zweifel, der da kommt. Und das, was du fragst, das Gleiche ist das Bindungsangst. Nee, das sind einfach gesunde Zweifel. Kann sein, dass du on top noch Bindungsangst hast, aber sei froh, dass es vor der Hochzeit einsetzt, diese ganze Sache, und nimmst einfach ernst. Ist auch scheißegal, was es ist. Es ist einfach ein Wahnsinn, jemanden zu heiraten, den du so kurz kennst. So, ne? Also, und dann womöglich noch ohne Ehevertrag und, Jemine, ey, mach das nicht, ey. Vor allen Dingen, wenn du jetzt noch nicht mal mehr so begeistert bist. Es ist das zweite Treffen und du bist nicht mehr so begeistert. Und ihr habt ja auch gar nicht die Chance, dass sich, also eine gesunde Beziehung, die baut sich auf über die Zeit. Ungesunde bauen sich ab. Und ihr habt einfach gar nicht die Chance, wirklich, also man, ich würde auf gar keinen Fall einen Menschen heiraten, mit dem man nicht mindestens, also allermindestens, sag ich mal, diese 200 Tage, also sagen wir mal ein Jahr verbracht hat, irgendwie, also dass man bei dieser 200-Tage-Grenze wirklich deutlich rübergekommen ist, weil so nach 200 Tagen hat man so die gröbsten Macken und Bindungsthemen, die es gibt in der Beziehung, hat man mal gesehen und dann kommt man überhaupt erst in dieses Beziehungsfahrwasser rein, vorher sollte man auf gar keinen Fall heiraten. Also natürlich besser sicherlich nach 2 Jahren oder so, wenn überhaupt, warum will man heutzutage noch heiraten? Also ihr habt natürlich einen Grund hier, ist mir schon klar, aber weiß ich nicht, ob man das heute noch braucht. Also wirklich, kann man ja fast nicht mehr empfehlen, ehrlich gesagt, bei dem, was man alles immer so hört, über Scheidungen und so, was da alles passiert. Aber gut. Also da würde ich auf jeden Fall länger warten und ihr habt gar nicht die Chance, dass ihr so in Ruhe datet, dass sich in Ruhe aus so einer Verknalltheit wirklich eine echte Liebe entwickeln kann. Und natürlich hast du da Zweifel und auch dir ist es wahrscheinlich zu viel, sie 5 Wochen am Stück zu sehen und stellst einfach fest, dass es einfach nur eine Verknalltheit war. So, ne? Und das ist eben so, wenn man sich so lange geschrieben hat und dann kommt man zusammen, das ist erstmal so ein Moment von wow, geil, und dann merkt man, ach du Scheiße, was habe ich denn hier gemacht, ne? Man wird sozusagen wieder ein bisschen nüchtern. Naja. So. Ich habe immer mal Zweifel bekommen, ob sie wirklich meine Frau fürs Leben ist. Ich konnte gegen Ende des Urlaubs kaum mehr richtig schlafen und war sehr in mich gekehrt. Ich habe schon Erfahrung mit Beratung, mit dem Thema Bindung und weiß, dass ich in einigen Beziehungen auch auf der passiven Seite zu Hause war. Ja, eben, also gerade wenn man unsicheren Bindungsschip hat, noch viel mehr gute Idee, jemanden ganz trocken über einen längeren Zeitraum zu daten. Ne? Unser standesamtlicher Termin ist in ein paar Monaten und sie ist zu 100% committed und möchte in die Schweiz zu mir ziehen. Ja, das mag ja alles sein. Ich will jetzt auch gar nichts unterstellen. Ich sage nur, dieses Gold-Digger-Ding können Männer natürlich auch haben, ist jetzt nicht auf Frauen beschränkt, aber das ist auf so vielen Ebenen Wahnsinn. Aber ich verstehe es. Also, das ist halt Liebessucht. Also, das ist jetzt ein bisschen nicht abhängig, aber das ist diese Fantasiemaschine, die da. Und das gehört zu diesem ganzen pluspoligen, co-abhängigen Liebessüchtigen, gehört das voll mit dazu. Und sie ist als crazy Abenteuer und meinetwegen date sie weiter, aber
Boah, da würde ich echt die Reißleine ziehen, ey. Wirklich, ey. Bis vor dem Urlaub war ich zu 100% dabei und habe jeden Tag nur an sie gedacht. Jetzt bin ich emotional so verwirrt und habe Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Ja, also gerade, ich meine, du kannst es ja nicht wieder rückgängig machen ohne weiteres und dann lass es einfach. Ne? Ich meine, gib dir noch ein Jahr und also du kannst dich jeden Tag neu erfinden und jeden Tag neue Entscheidungen treffen und wenn du, weiß ich nicht, warum, was soll das? Also warum heiraten? Ja, okay, ich verstehe warum, ich verstehe es natürlich. Aber da müsst ihr euch halt noch ein paar Mal treffen. Und aber das ist einfach kein Argument. Das ist ein Scheißgrund zu heiraten. Wirklich, das ist ein riesen Scheißgrund zu heiraten. Wenn du jetzt da auf Sumatra mit ihr gelebt hättest, ein Jahr, und ihr sagt dann, Mensch, es läuft super, jetzt wegen Aufenthalt, lass uns heiraten, okay, ne? Aber mach das nicht, ey. Nein! In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.